In den beiden digitalen Lernspielen rund um Kurt Kamers Haus der Kuriositäten müssen Schülerinnen und Schüler Rätsel zum Thema lineare Gleichung lösen. Dabei ist es zunächst ihr Ziel, die Geheimnisse eines mysteriösen Hauses zu lüften, um den Wissenschaftler Kurt Kamer davon abzuhalten, durch Null zu teilen. Im zweiten Teil der Reihe begeben sich die Schülerinnen und Schüler dann schließlich auf die Suche nach dem verschollenen Wissenschaftler. In verschiedenen Räumen werden die Schülerinnen und Schüler mit mathematischen Problemen und Aufgaben konfrontiert. Um diese lösen zu können, müssen sie Hinweise richtig deuten, mit Gegenständen interagieren und das ein oder andere Mal um die Ecke denken. In gewohnter Escape-Game-Manier gilt es zunächst in jedem Raum selbstständig herauszufinden, was zu tun ist. Dabei müssen zunächst die Situationen, die im Spiel vorgefunden werden, in mathematische Problemstellungen übersetzt werden. Ihre Schülerinnen und Schüler sollten dabei mit dem Lösen linearer Gleichungen sowie mit den Begriffen Lösungsmenge und Äquivalenz bereits vertraut sein. Und welche Anforderungen benötige ich für das Lernspiel? Für den Einsatz des Escape Games im Unterricht sind Tablets bzw. Computer nötig, sodass jeweils 2 bis 3 Schülerinnen und Schülern ein Endgerät zur Verfügung steht. Das Spiel ist kosten- und werbefrei über den Apple App Store für Tablets downloadbar. Zudem haben Sie die Möglichkeit, das Spiel als Windows-Anwendung herunterzuladen oder es direkt in einem Browser Ihrer Wahl aufzurufen. Alle Zugänge zum Spiel finden Sie auf unserer Website, welche in den Informationen dieses Videos verlinkt ist. Und wie setze ich das Spiel am besten in meinem Unterricht ein? Für das Szenario des digitalen Spiels sollten Sie eine Doppelstunde einplanen. Im Anschluss an das Spiel ist es wichtig, sich Zeit für eine Reflexion bzw. Sicherung des Spiels zu nehmen. Gerade das Offenlegen der mathematischen Denkprozesse, welche durch das Spiel initiiert werden, ist zentral für dessen produktiven Einsatz. Zu diesem Zweck haben wir für Sie vielfältige Arbeitsmaterialien zu den einzelnen Rätseln entwickelt, über welche Ihre Schülerinnen und Schüler das Spielerlebnis kompetenzorientiert und zielgerichtet reflektieren können. Die Materialien bieten eine direkte Anknüpfung an das Escape Game, wobei die Schülerinnen und Schüler dazu angeregt werden, über die Inhalte des Spiels zu diskutieren und selbst eigene kreative Rätsel zu entwickeln. Alle Arbeitsmaterialien sowie Ideen für deren individuelle Umsetzung in Ihrem Unterricht finden Sie ebenfalls auf unserer Website und können von Ihnen für Ihren Unterricht adaptiert werden. Und welche besonderen Potenziale bietet das Spiel für meine Schülerinnen und Schüler? Um die Escape-Game-Abenteuer erfolgreich abschließen zu können, sind Teamfähigkeit und Kommunikation ebenso gefragt wie Problemlösestrategien. Die Spiele eignen sich dabei vor allem zur Festigung des Umgangs mit linearen Gleichungen. Darüber hinaus bieten sie jedoch auch Anknüpfungspunkte zu linearen Gleichungssystemen. So werden beim Absolvieren erste intuitive Substitutionen durchgeführt. Allein durch seine Aufmachung übt das Spiel ein hohes Maß an Motivation bei den Lernenden aus. Dabei regt es zum konzentrierten Arbeiten und spielerischen Problemlösen an. Durch strategieoffene Aufgaben und eingebaute Hilfestellungen ist das Spiel geeignet, um es auf verschiedenen Niveaustufen differenziert zu absolvieren. Das digitale und für die Schülerinnen und Schüler selbst erklärende Format entlastet Sie als Lehrkraft nicht nur in der Vorbereitung, sondern mindert auch den Materialaufwand. Während des Unterrichts haben Sie dann genügend Zeit, um die Lernenden bei ihrem kreativen Vorgehen zu beobachten. Das Spiel wurde im Rahmen des UNDIMESS-Projekts Unterrichten mit digitalen Medien in Sachsen entwickelt und vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert. Alle Materialien dürfen frei verwendet und verändert werden. Viel Spaß und Erfolg beim Einsatz im Unterricht.